Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Heute aus der Tiefenschlucht. Das BG, was ich persönlich, wie gesagt, sehr mag. Aber viele mal mögen es nicht. Ich weiß eigentlich nicht warum. Aber gut, ist ja auch egal. Hat sich was verändert zum letzten Mal? Nein, es hat sich so nichts verändert. Das Set ist auch noch das gleiche. Drei Retris hier, einer hier. Und zwei Prot-Pullies. Prot-Warrior, der hat kein Gear. Wahrscheinlich Boost-Char. 100 Lead. Der hat auch Lead, okay. Okay. Ja, das ist okay. Nee, hat schon was geändert, nö. Ich überlege auch wieder, heißt er? Empowered Seals. Ja, cool, ich weiß nicht. Ich will halt eigentlich lieber drücken. Ich will den Leuten was ins Gesicht pressen. Die Leute sollen schon wissen, dass sie ins Gesicht bekommen. Das ist ja halt auch so. Ich meine, das Lustige ist ja durch die Doppel-Insignie. Das ist schon ein Mordschadenspush. Allerdings fehlt halt, fehlt halt so ein bisschen der Burst. Auf der anderen Seite ist das nur, ich weiß nicht. Das ist bedingt. Also, ich habe halt dadurch einen ziemlich guten konstanten Schaden. Und mit meiner Spielweise passt das ja eh besser. Ich meine, hallo, göttliche Bestimmung? Hallo? Und dann kommt das noch dazu, das heißt der DS-Proc, also ich lebe ja eh nur von Procs und da ist halt so eine gewisse Konstante, ist ja dann nicht verkehrt. Vor allem der Heal ist halt, ich meine, hallo, 37%, höher geht's als Pally nicht. Ich hoffe ja immer noch, dass ich endlich mal, hier das Ashra-Trinket bekomme mit Stärke und Vielseitigkeit, weil das müsste dann, mal gucken. Ich habe das Trinket mit... Weil das ist wahrscheinlich sogar schwächer. Ich weiß es gar nicht. Ich hab's ja nicht. Ich krieg's ja nicht. Ashran diese Woche habe ich schon. Heute ist... Also der Aufnahmetag ist heute Freitag. Ich war gestern... Ne, am Mittwoch gleich. Ashran gemacht. Da brauche ich kein Standard setzen. Oh, doch. Doch. Muss man Standard setzen. Was gehen wir denn jetzt? Oh, ja. Gleich mal Wall up. Auf dem Mage hier. Boah, fünf. Boah, Bubble. Nee, das ist mir zu groß. Die Krieger da hinten. Jetzt auf den Mage. Ja, da geht er noch schnell in den Block. Ich glaube, wir werden hier sterben. Deswegen verziehen wir uns mal. Du kriegst einen Stun, mein Freund. Mal ab. Freedom. Irgendwie Heal schmeißen. Oh ja, gerade noch einen kleinen. Oh, natürlich. Was kam denn da noch alles? War das der eine Pally? Oh, Deadly Shot. Oh, ich alles drauf. Gut, ich kann was, ist nicht so viel. Krieg ich auch hin. Das haben sie schön gemacht. Nur Stealth. Aber da hat von uns auch wieder irgendwie was gefehlt. Keine Ahnung. Aber guckt hier, Akami. Das waren die beiden und dann gar nichts. Nightmare-Board, Seals aber auch nicht geholfen. Obwohl, doch, nee, der hätte mir am Ende geholfen zum Abhauen. Das hätte mir geholfen. Ach ja. Schön, jetzt sind sie wieder alle durcheinander. Wo gehen wir hin? Wir gehen hoch. Goblin ist das. Ja, wir gehen die Goblin. Ich kann mir das nie behalten. Das ist Goblin und das ist Panda. Ist eigentlich nicht schwer zu behalten. Ich krieg's nicht hin. Für mich ist es, ich vertausche die immer gerne mal. Eigentlich simpel. Goblin ist klein, ist unten. Fertig. Schon hat man eine Eselsbrücke. Oh, das haben die Alice. Was ist denn hier so für Betrieb? Das ist ein Pally. Ah, den konnte man nicht abstauben. Simon. Tappen wir mal. Vielleicht schnallt das nicht. Schnallt es. Aber wir tappen einfach mal weiter. Irgendwann stirbt er. Er ist jetzt mit Anti-Tappen so weiter beschäftigt. Jetzt kann ich nicht weiter tappen. Genau, schön weghalten. Ich mach's durch. 2, 1, bam. Jetzt stirbt er. Meiner! Das war ja geil. Ich glaube, ich müsste mal. Ich glaube, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal so, dass ich keine Musik laufen lasse, sondern Spiel. Spiel, also Musik aus dem Spiel und den Sound anhab. Oh, Wings up hier. Erste. Kurzer Stunt für alle. Der kassiert richtig. Killing Spree. Zweite.
Double kill. Das sollte der dritte sein. Wo willst du, Spacko, hin? Entschuldigung für den Ausdruck, aber wie kann man so doof sein? Durch mal Freedom, aber wenn du mich nicht slowen kannst, dann wir ihn. Und das drücken wir weg. Schauen wir es? Nee, das schaue ich nicht. Bin sie mal bereit, wenn er uns dann sollte. Er wird vorher sterben. Ist zu sehr mit Heilen beschäftigt. Jetzt habe ich Wall genommen. Ah, ist was Dummes. Und tschüss. Hand auflegen auch noch. Dich will ich, mein Freund. Dich will ich. Deswegen kriegst du jetzt den Stun. Und sie hast du keine mehr. Nice, nice, wie sich jetzt haut ab. Jetzt krieg ich nicht mehr. Nee, das ist zu viel, das Guten. Das muss nicht sein. Da brauche ich jetzt sicherlich hinterher dackeln. Wenn er nicht Fuß benutzt und so weiter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schade. Hat sich wirklich auch nicht gewährt. Mit Hand auflegen, aber das gehört dazu. Gut, in der Arena wäre er down. Weil da geht's nämlich nicht. Boah, die haben schon knapp 800 Punkte. Le Hunter. Ich jagen wir mal. Bersi. Ich bin zwar kein Freund von Bersi, aber. Freedom. 3, 2, 1. Oh no! Scheiße. Ja, das bestimmt gehört. Oh, ich kann ja wieder Stein benutzen. Ist zwar nicht viel, aber man nimmt es mit. Da unten ist, glaube ich, Ink, oder? Ne, ist kein Ink. Ist nix. Brauchst du Heal? Ne, brauchst nicht. Das hat bestimmt geregnet, deswegen AMS. Danke für alle. Oh, Mensch. Freedom. Würde mir gleich klauen. Stun mir dich mal. Blinzelst du? Oh, blinzel gar nicht. Wall ist up, Freedom, Heal und der Hammer. Bam, da stirbt er. Eben das, was er verdient. Den kann man auch noch heilen. Die Maus wehrt sich so ein bisschen. Komm, oh, ist gleich mal eine Bob. Das ist der Protroy, das ist der Protroy. Rampage. Heal, ausgehaut. Das stimmt jetzt aber auch. Ah, oh, ordentlich Damage gemacht. Das ist, glaube ich, ein 2, wenn ich jetzt nicht hatte, Breath als Interposer gehabt. Das nimmt man normalerweise nur als 2er-DK. Ist auch komisch, dass man die kaum sieht. Verstehe ich nicht so ganz. Finde ich persönlich besser, aber gut, ist Geschmackssache irgendwo. Beziehungsweise ist irgendwie, weiß nicht, fordernder? Nee, das ist verkehrt, das Wort. Oh, da hauen sie ab. Da ist er wieder. Spielt ordentlich, ja. Ja gut, am Anfang schön im Zerg, ne? Was machen wir jetzt hier? Jetzt sind wir. Der sollte sich eigentlich mal heilen. Warum gibt der die nicht ab? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, da oben ist Ink. Von uns, dann gehen wir mal auch hin. Okay, der zieht ab. 3. Oh, nicht der Priester in dem Raum. Bäm, Opferung und alles. Bisschen Stun. Jetzt wird hier nicht gezogen. Fuck you. Wir heilen. Das ist der Priester. Master. Inline. Was? Ich hab den geinlined. Jetzt krieg ich dir das Target. Opferung. Kommst du da mal raus? Heal. Oh ja. Schön inline. Oh geil noch. Nein! Nein, die standen so schön zusammen. Oh super. Oh nein. Gott, ey, die hätten gerade. Oh, die hätten so auf die Fresse gekriegt.
Das ist halt das Praktische dann einfach. Ich brauche keine CDs, um dann Druck machen zu können. Allerdings ist der Druck während der CD-Phase niedriger. Ist halt ein zweischneidiges Schwert. Mir persönlich gefällt es so halt besser. Ist aber schade, dass die Spielweise halt so, schon vorbei, nicht so unbedingt unterstützt wird, auch von den Mitspielern und vom Spiel her, weil der Retri ist halt leider zu sehr auf das Schaden ausgelegt und das schon wieder scheint am Gebiet zu liegen. Und das wird sich auch in Legion nicht so sonderlich viel ändern. Aber gut, das muss man genau aus abwarten. Gut, ich sag wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn was sein soll. Ab damit in die Kommentare und so. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.